Hi und willkommen, mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, the Definitive Edition. Und ja, wir sind hier im zweiten Part und was zum Teufel ist da oben los? Keine Ahnung, über mir ist irgendwas los, keine Ahnung. Ja, wir sind im Gefängnis nach nur einem Part, geil. Und ja, wir haben versucht hier auf eigenem Wege mal ein bisschen hier was zu machen, und zwar hier diesen Blastia zu finden oder wer auch immer die Blastia, na da, gut, wer auch immer die Blastia in der Unterstadt gestohlen hat, zu finden. Und ja, wir sollten leise sein, ich renne einfach an dem vorbei. Und ja, wir haben einen Kampf gegen zwei sehr schwache Ritter verloren. Ich habe mal irgendwie, weil ich den ersten Part von jemand anderen hier auf YouTube geguckt, und anscheinend ist da nicht wirklich irgendwie ein Unterschied, so wie ich mir gedacht habe, ob man gewinnt oder verliert. Einige Leute haben irgendwie in so einem Forum geschrieben, dass sie diesen Kampf verloren haben und wurden irgendwie ausgelacht. Also ja, aber da wurde auch irgendwie nicht gesagt, ob das Spiel auf schwer oder auf normal ist oder so, also keine Ahnung. Ich fand den Kampf doch schon ziemlich schwer, und ich, du bekommst dein Eigentum zurück. Aber ich habe so das Gefühl, dass wenn ich mehr Apfelgummi gehabt hätte, dann hätte ich das auch irgendwann geschafft. Also, soweit ich jetzt wissen will, Zusammenfassung. Okay, ich dachte, ich hätte irgendwie so ein Monsterbuch oder so, aber habe ich noch nicht. Außer ich habe es hier irgendwo. Nö. Okay, weil Monsterbuch, nehme ich mal, ist wieder so eine Sache in dem Spiel. Ist ja noch ein älteres Tales of Spiel. So, ich hoffe, die nächsten Kämpfe laufen ein bisschen erfolgreicher ab, weil das war jetzt so. Schon wieder mein Ding weggeworfen. So, du bist nur ein Gegner, komm. Nein, Dreck. Dreck. Ich wollte eigentlich erst. Dreck. So, ihr seid sehr viel leichter als der Rest. Boom. So, wir machen das jetzt mal sehr vorsichtig, ne? Was ist das? So. Vier Blocks. So. War noch nicht mal richtig warm. Sei ruhig, du hast den ersten Kampf verloren. Okay, nah genug an dich ran, beginnt automatisch ein Kampf. Das hätte ich ehrlich gesagt lieber, damit ich ein bisschen trainieren kann. Hi. Das ist irgendwie das Beste, was ich gerade machen kann. Hi. Das ist das Beste, was ich im Moment machen kann. Ich habe halt noch keine fancy Angriffe, also. Aua. Also, was ich jetzt machen kann, ist erstmal eher so normal. LP, was sind LP? Ah, ich glitzer. So, lass mich mal ganz kurz gucken, wo ich bin jetzt schon wieder fast tot. Nutzungen 35. Werden die dann. Schalte ich dann irgendwie was frei, so wie Tales of the Abyss, keine Ahnung. Ich muss da halt nur alles herausfinden, ne? Ich werde natürlich. Boom. Ja, wenn ich irgendwie früher dieses Spiel gespielt hätte, aua, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen ungewohnt, dass ich mit Kreis normal angreife und mit X irgendwie meine Arts einsetze, aber nach Tales of Berseria, wo alles irgendwie so vollkommen wer war, glaube ich, dass ich mir das schon jetzt abgewöhnt habe. So, komm her. Ich habe dich von hinten angegriffen, komm.
nichts gemacht. Ritter Lancer. Wer bringt irgendwas? So, ich hoffe, ich kriege irgendwann mal ein Rematch gegen diese beiden Typen. Hey, komm her. Ich tue mal ein bisschen experimentieren mit den Angriffen. Hier hinten Angriffe gibt es natürlich nicht. Mache ich hier eigentlich. Ritterwasser. So, ich bräuchte mal irgendwas, womit ich mich heilen kann. Ich hätte echt. Oh, Orangengummi. Gibt, glaube ich, 50%, ne? Ich hätte echt irgendwie mehr Apfelgummis so also kaufen sollen. Okay, ich wollte eigentlich gucken, ob ich da rechts irgendwo hin kann, aber okay. Oh.今は戻れません。これはあなたのためなのですよ。例の件につきましては我々が責任を持って招待状に伝えておきますので。そう言ってあなたがたは何もしてくれなかったではありませんか。それ以上近づかないでください。おやめになられた方お怪我をなさいますよ。剣の扱いは心得ています。 いたしかたありませんね。手荒な真似はしたくありませんでしたが。オッケー。おい、いたぞ、こっちだ。お願いします。行かせてください。どうしても、フレンに伝えなければならないことが。フレンだって。フレン、私を助けに。 Ich bin noch besser. Ich bin noch hübscher. Hi. Du willst mich nehmen? Au. Mann. TP, das bringt mir gar nichts. Alter, warum ist das Spiel so schwer? Aua! Was ist das denn, Mann? Ey. Verliere einen Kampf nach dem anderen. Dann tut er einfach One-Shotten, ist klar. だってあなたお城の人じゃないですよね。そう見えないってんならそれはまた光栄だな。ユーリ・ローエン、だから不届きな脱走者め逃げ出したのは分かっているのである。ちん、またあいつらか。もう牢屋に戻る意味なくなっちまったよ。 Komm schon, die beiden, ich will die beiden fertig machen. もしかしてフレンのお友達の？ああ、そうだけど。なら以前は騎士団にいた方なんですよね。ほんの少しだけだけどな。それフレンに聞いたの？はい。うん、あいつにも城の中にそんな話する相手いたんだな。 あの、ユーリさん、フレンのことでお話が。ちょい待った。あんた一体何なんだ？フレンの知り合いなのは分かったけど、どうして騎士団に追われてんだよ。こっちだ。事情も聞きたいけど、お互いのんびりしてらんないな。まずはフレンのところに案内すればいいか。はい。行くぞ。 Bin voller AP, gut. Ah, ich brauche noch 334 Erfahrungspunkte. Alter. Mir gehen die ganzen Heilgegenstände auch aus. So, rechts, da war noch ein Gang.
Kann ich da zurück? Oh, hi. Vielleicht früher hingehen sollen, Trank des Lebens. Nach früher Morgen erscheint mein Kind vorne rechts, dann wirst du dich. Okay. Oh Mann. Okay. Gib mir das. Das glaube ich, ja. B-Verteidigung und all das. Gut. Vor allem, ich habe ja so DLC runtergeladen, ne? Also Add-ons, also. Das ist irgendwie, weiß nicht. Da kriegt man irgendwie einige Items gratis dabei. Vielleicht sollte ich die mal ausrüsten, aber ich will jetzt nicht mir die Sache ja auch zu einfach machen, ne? Auch wenn ich gerade ja nur am Ablosen bin. Und nicht der lang. Und die sind alle weg. Gut. Gut, dass wir geklärt haben. Jetzt kommen die. So, ich brauche einen Gegner, wenn es geht. Also ich brauche ein paar Highlights, Leute. Ich brauche mehr Erfahrungspunkte. Das geht so nicht. Muss mir schon ein bisschen entgegenkommen hier. Ich weiß es aber, ich kann mich da nicht hochheilen. Alter. Wo ich mein Tales of the Abyss war auch sehr schwer, wenn man schwer eingestellt hat. Ei. Eier, wir brauchen Eier. Hier ist etwas Curry. Nicht schlecht. Also hier kann ich mich immer wieder hochheilen. Gut. Bringt mir aber nichts, wenn ich die ganze Zeit auf 5 hier rum Eier, ohne irgendwie stärker zu werden. Da! Die drei Angriffe. So, jetzt boom, boom, boom. Aber ich kann auch nicht wirklich mehr machen. Ich kann nur diesen Angriff bisher. Also Orangengummi, da brauche ich nicht. Ich brauche verdammt noch mal Apfelgummi und all sowas. Komm her. Da bist du neu, nee. Ja. Ja. Hm. War nicht mal richtig warm. Halt den Mund. Wir sind ja voll auf. Wir sind voll kurz darauf hier zu frecken. Jede Sekunde. Na, wo ist jetzt hier der richtige Gang, ne? Noch mal angreifen, ne? Ach, verdammt. Wesentlich kann ich mich irgendwo hochheilen, ne? Wenn ich jemals irgendwie so einen schweren Anfang in ein Tales of spiele, ich glaube nicht, ne? Aber ich habe nichts dagegen, also. Man will ja nicht überpowered in ein Spiel reingehen, ne? Was ist das? Okay, irgendwann später nehme ich an, ne? Ich möchte wenigstens ein Level up haben. Vielleicht kriege ich dann ja mal irgendwie eine geile Art oder irgendwie so was. Hier oben tun schon wieder Kugeln durch die Gegend rollen. Wie ich das anhört. Du brauchst nicht blocken, nachdem ich dich angegriffen habe. Ja. Mal ja. Wieder hochheilen.
Der Pisser greift von da aus schon an. Dreck. Dreck, setz doch mal deine Ding sein. Zur Schneide. Zur Schneide. Ich muss mich sogar echt hoch rein. Weil mich nur zur Sicherheit hier hoch rein, aber ich muss es jetzt machen. Das Spiel tritt mir in den Hintern. Nicht schlecht. Im Lot 235 ist wahrscheinlich, weil ich auf schwer spiele, da ich so wenig Erfahrungspunkte kriege. Ne? Ich bekomme auch LP, also was ist das? Lizenzpunkte wie in Final Fantasy 12. Da ist eine Truhe. Naja, letztlich eine ultimative Waffe drin ist, aber sie auch nicht. Das Spiel ist schwer. Ich komme nicht weiter. Ich bekomme die ganze Zeit Materialien für irgendwas, aber ich würde es mal sehr gut finden, wenn ich irgendwie Apfelgubi oder sowas bekomme. Ich will auch leben, Mann. Speicherpunkt. Apfelgummi, ja, yeah, das sind. Wir haben ein Apfelgummi, geil. Ich fasse das einfach nicht, ey. Jetzt kommt der nächste Boss oder irgendwie sowas, ne? Pass auf. Ja, warum setze ich manchmal nicht meinen Dings ein? Gut. Hi. Dann laufe ich hier im Kreis. Ein bisschen aggressiver spielen, habe ich so ein Gefühl, ne? Boom. Na, Truhe. 200 Gold brauche ich gerade nicht. Ich hätte gewusst, hätte ich mir so viele Apfelgummis geholt, ne? 15 Stück. Und oh, der ist bestimmt nicht da drin, ne? Für mal wetten. Ja, keine Kotasitrino. Oh ja, Fren, mein Herz, doch kann ich Tode kommen, ne? So, na, man, ja, man, Katta. Ne? 一体どんな悪さやらかしたんだ。どうして？私何も悪いことなんてしてません。なのに騎士に追い回されるのか？常識じゃ測れねえな、城の中は。あの、ユーリさん。なんだよ、急に。詳しいことは言えませんけど、フレンの身が危険なんです。私、それをフレンに伝えに行きたいんです。行きたきゃ行けばいいんじゃないのか？ それは俺にも急ぎの事情があってね。外が落ち着いたら下町に戻りたいんだよ。だったらお願いします。私も連れて行ってください。今の私にはフレン以外に頼れる人がいないんです。せめてお城の外まで。お願いします。助け。訳ありなのは分かったから、せめて名前くらい聞かせてくんない？ Was ist er denn?
Hey. Ich bin nicht Flynn, lass mich in Ruhe. Oh Gott, ich werde so weit von sterben. Nein, da wollte ich nicht. Okay, da ist nur ein Gegner. Mit 11.000 HP. Dreh dich um, Mann. Ja, toll, der macht mich auffällig. Pass auf. Ich auch mal irgendeinen Kampf hier gewinnen, ey. Ich komme noch nicht mal an den heran irgendwie. Der hat ein Schild oder irgendwie sowas. Das darf doch einfach nicht wahr sein, ey. Ah, nee. Ich muss sogar gewinnen, was ist das denn? Oh mein Gott, was? Wie? Ja. Muss ich ja echt den Schwierigkeitsgrad runterdrehen? Das ist ja voll gegen meine Politik hier, diesen Kanal. Ja, muss ich wohl halt ein bisschen hier hochgrinden, ne? Also anders geht das irgendwie hier nicht. Ja, das könnte ein bisschen dauern. Apfelgummi, geil. Ja, dann. Ey. Weil ich kann dir noch nicht mal Schaden machen. Oha. Okay, keine Ahnung. Ich glaube, ich starte das Spiel echt noch mal neu und kaufe mir ein paar Heilgegenstände. Also was? Und dann sehen wir uns hier wieder, wenn ich ein bisschen vorbereiteter bin. Ne? Also ich muss halt ein bisschen hier hochleveln. Geht halt nicht anders. Also ja, schwer. Nur mal so angemerkt, falls hier jeder sagt, ich bin scheiße. Gut, dann sehen wir uns, wenn ich wieder hier bin, nachdem ich ein bisschen hochgegrindet habe. Also ja, vielleicht Level 7 oder so, keine Ahnung. Ich guck mal, nachdem die Gegner halt ein bisschen einfacher werden, ne? Also dann, ja, Dankeschön fürs Zuschauen, wir sehen uns gleich. Also, bis gleich. Und da bin ich wieder, ja. Ja, an dem Speicherpunkt. Ich bin jetzt Level 7. Ich habe, ja, weiß nicht wie lange trainiert hier und ja, ich hoffe, ich werde jetzt den einen Boss hier gepackt kriegen. Ich habe eine neue Art gelernt mit dem Kampf, nachdem ich Level 7 erreicht habe und ja, gerade erst gelernt und ja, hoffentlich sind wir jetzt stark genug. Ich würde am liebsten jetzt hier alle Gegner erstmal ignorieren. Ich glaube, da war nichts mehr, ne? War ja was? Ich glaube, ich war ja schon, okay. Was ich gemacht habe, ich habe das Spiel nochmal komplett neu gestartet und ich habe diese beiden Ritter besiegt, ich habe diese anderen beiden Ritter besiegt, die ja das eine Mädel angegriffen haben und geändert hat sich jetzt eigentlich nicht was. Ich habe auch nicht gut Erfahrungspunkte oder so gekriegt, also ich glaube, die beiden ersten Bosse da hier, die haben 30 Erfahrungspunkte gegeben, also genauso viel, also einer von denen hat genauso viel gegeben wie hier so ein normaler Ritter, also das hat mich doch ein bisschen angekotzt. Ja, Leveln war ein bisschen langsam, also ja, das war schon nicht gut und wir können nicht dahin. Ist mir nämlich so aufgefallen, geh weg. So, und hoffentlich schaffen wir jetzt diesen einen Typen, der uns mit Flynn verwechselt und auf uns losgeht. Ich will doch schon weiterkommen. Ich wollte noch ein bisschen weiterkommen als, weiß ich nicht, die erste Dungeon oder was weiß ich. So, so als erstes, vor irgendwas los ist, ja, machen wir den hier. Zaggy. Level 8. Vielleicht hätte ich doch bis Level 8 Level sollen. Bleib weg von mir. So. Ich mache das jetzt super vorsichtig.
Das ist mein neuer Angriff übrigens. Papier. Okay, du warst immer ab, dann mache ich den hier. Die reden miteinander, aber ist kein Untertitel, also kann man nicht erkennen, was die sagen. Dreck. Ist natürlich ein bisschen doof. So, 3000 haben wir schon abgezogen. Ja, wenn er abhaut, mache ich halt den hier. Boah. So, ich habe 5 Apfelgummis noch übrig. Ich habe mein ganzes Geld in Apfelgummis hier reingeballert. Also 5 Stück. Mehr hatte ich nämlich nicht. Hier geblieben. Okay. Ich glaube nicht unendlich. Ich habe außerdem meine Steuerung geändert, so dass ich jetzt mit X normal angreife und mit Kreis Arzt einsetze. Vielleicht sollte ich das mal so belasten, weil das bei den anderen Teils auf Spielen auch so. Das ist mir nicht getroffen. So, die Hälfte haben wir schon mal. Das ist furchtbar, dass ich beim ersten Boss schon so vorsichtig kämpfen muss. Normalerweise in jedem anderen Tales of Spiel kriegst du schon auch irgendwie weg, weil nicht in erste Spielstunde schon Heiler oder so als erstes Partymitglied. Also weil der erinnert mich hier irgendwie an dieses Eber oder Schwein, Wildschwein, was weiß ich, gegen das man in Tales of the Abyss kämpfen musste. Und oh Gott sei Dank, für den höchsten Schwierigkeitsgrad hat man da auch ganz schön auf die Fresse bekommen, weil man dann nur Luke hatte am Anfang. Und ja, okay, wir haben es aber geschafft. Typ ist irre. Aber jetzt kommst du und hilfst mir. Sie sagt mir, du kannst heilen. Das wäre richtig geil. So, sie hat kein Gesicht. Erste Hilfe, geil. Finger weg von der. Okay, du, oh Gott, jetzt geht der richtig auf mich los. Bist du eigentlich irre? Geh auf mich los. Aua. So, sie muss jetzt die ganze Zeit hier Dings einsetzen. So, boah, lass dich doch mal angreifen. Er macht jetzt ja voll einen auf Spielverderber. Ja, Apfelgummi, setz ruhig ein Apfelgummi ein. Oh mein Gott. Alter, was ist das? Ich kann gar nichts machen. Hallo? Gehst du auf mich los, verdammt? Also erstmal, dass ich ihn wieder angreifen konnte. Wieder hat schon wieder Dings. Ey, ich kann gar nichts machen. Hallo? Danke. So, jetzt mal hier ein Dings gegen den einen. Der hat sich schon wieder voll gehalten, ne? Gehst du auf mich los, Mann? Ja, heil mich bitte. Danke. Und dieser... Na, oh, jetzt hat der auch noch ein Schild. Willst du mich verarschen? Bitte weiter heilen, das ist gut. Faster eh doch. Sie hat auch genug TP noch, ne? Und schon. Tut sie jeden einzelnen Kratzer ein, das wäre nämlich sehr gut. Der Typ geht hier voll im Overdrive-Modus. Aber sie geht auch auf, wenn du es gut. Ich komme so gut wie gar nicht mehr dazu, irgendwie was zu machen. Guck dich da meiner an.
Komm, setzt der seine Art sein, kriege ich voll auf die Fresse. Ich weiß mal nicht, wie Cerberus Schlag hier, dieser Dreier-Kombo hier irgendwie. So, du, tu dir mal ein Dings hier reinballern, damit du weiter heilst. Auf den bringt gar nichts, ey, der geht voll auf einen. Weiß ich, drücke hier alles mögliche, ne? Aber ich bin einmal hier in der Luft und ich kann nichts machen. Da. Zum Glück hält das Mädchen mich die ganze Zeit. Oh, der ist leicht tot, gut. Oh. Man will sich verarschen. Ach, damit, Mann, lass mich auch was machen. So, komm her. Boom. Oh mein Gott. Das Spiel wird ein Spaß. Ein Stück. Danke. Lederstiefel. Geil. Oh Gott. Zweiter Part. Ich bin schon so frustriert.続きをやるぞ。それはどういう理屈だよ。たく、フレンも飛んでもねえのに狙われてんな。ザギ、引き上げだ。こっちのミスで騎士団に気づかれた。<笑>アルタ。貴様。<笑>俺の邪魔をするな。まだ登り詰めちゃいない。騎士団が来る前に行くぞ。 今日で楽しみ終わりにしたいのか。いや、デビスファレクト。ich mag ihn。ここもゆっくりできねえのな。いや、ich will raus hier。ich will。keine Ahnung。Open World haben irgendwie neue Rüstung kaufen oder was weiß ich。あの、ユリさん。分かったよ。ひとまず城の外までは一緒だ。 はい。あの、私、エステリーゼって言います。じゃあ、エステリーゼ、急ぐぞ。待ってください。ドア直さないと。んなことしてる場合じゃねえだろ。でも。しゃあねえな。待ってな。 Da kommt Flynn irgendwie so zurück. Oh, was ist mit meiner Tür passiert? Bruder. Ich weiß zwar nicht, warum der auf einmal so einen Akzent hat. Aber dann mal los jetzt. Mir sagt mir, du bleibst in meinem Team. Ich brauche einen Heiler. Nein. Gottverdammter Dreck. Da soll ich direkt zum Speicherpunkt zurückgehen? Weiß nicht. Öffnen. Orangengummi, ich brauche alles Mögliche. Einige von Flints Habseligkeiten. Da gibt es einen Brief, der mit einem herzförmigen Aufkleber verschlossen ist. Ein heimlicher Verliebter. Gebot der Ritterlichkeit. Für das Wohl des Throns mögen Ritter ihr alles opfern. Für den Segen des Volkes mögen die Ritter ihr alles opfern. Ritter mögen für die gerechte Sache kämpfen. Ritter mögen andere stets mit Respekt gegenübertreten. Ritter mögen ihren Titel mit Stolz und Würde tragen. Teds Porträt von Flynn und Yuri werden aufgestellt. Ausgestellt. Ja, da rechts sehe ich. Okay. Kann ich hier schlafen? Dann öffnen? Ja, Apfelgummi. Heiliger Trank. Ja, ich würde schon ja ganz gerne ganz rausgehen. Also, ich hoffe nicht, dass jetzt schon wieder noch ein Boss kommt oder so. の連中のせいか、これ。俺のせいとかになってねえよな。怪我人が出てなければいいけど。騎士団も自分たちの見くらいはちゃんと守ってんだろう。そうですね。ユーリ・ドーエル。どこに逃げよった。ほら、元気なのが来たぞ。この声、ルブランだな。あの、お知り合いなんですか？ま、ちょっと前にな。あとは、そんなことより急ぐぞ。
Alles klar. Oh, ich muss niesen. Ich glaube, dieses Zimmer hat auch einen Speicherpunkt, weil so lange will ich den Part jetzt auch nicht in Länge ziehen. So, gegen Ritter habe ich auch genug gekämpft. お待たせしました。 Sticht auch ein bisschen heraus, aber so ein Händedruck. Was ist das? Ist das eine Hand? Fass mir nicht an. Gut, weiter. Na, bist du jetzt Teil meiner Truppe? Stellis hat sich der Gruppe angeschlossen. Auf der Flucht. ユリさんって以前は騎士だったんですよね。フレンから早期いてるってさっき自分で言ってたじゃねえか。それにしてはお城の構造にあまり詳しくないように思いまして。まさか偽物？そりゃどういう想像力だよ。下町の一般人になりすまして、俺は何すんだ？ Kann ich in ein Zimmer rein? Verschlossen. Mach mal auf. Gut, du hast, sie ist immer nur angeschlagen, Dreck. Erste Hilfe. Da. Boom, boom, boom. Nichts mehr. Geil. Sie ist Level 5. Sollte ja echt mit Level 5 durch die Gegend rennen? Jetzt bezweifle ich. Ich habe Stiefel bekommen, ne? Die geben mir mehr Verteidigung und Beweglichkeit, weniger. Ja, das ist perfekt. Kriegst du einen Umhang? Mir ist übrigens aufgefallen, als ich hier Apfelgummis gekauft habe, dass wo sehe ich das hier? Dass ich noch, ne? Was? Ich konnte irgendwie noch mehr Sachen verkaufen, aber irgendwie habe ich die nicht. Was ist das? So, ich will einfach nur den nächsten Speicherpunkt finden und dann Schluss machen für heute. So, wie kann ich den Charakter wechseln? Out. Wie kann ich den Charakter wechseln? Das ist eine gute Frage, ne? Aua. Dann würde ich mit ihr lieber spielen, damit sie schön angreifen kann und ihre TP wieder heilen kann. Weil jeder Angriff tut irgendwie ein TP wieder heilen und Alter, ich merke gerade, wir kämpfen ja gegen drei Gegner und das ist schon nicht so einfach. Man sagt jetzt nicht, wir kriegen ja voll auf der Fresse, ne? Da habe ich jetzt keine Lust, ein Apfelgummi. Wir sind sowas von tot. Vielleicht sollte ich da zu diesem Curry zurückgehen, wo ich mich immer hochgeheilt habe. Nicht anfassen. Danke. Hey, Gabi, wo gehst du hin? Abgefäß hier. Alter, wesentlich gehen wir jetzt die Erfahrungspunkte. Sie hat schon direkt ein Level abbekommen. Gut. Wie ein bisschen aus wie Sakura aus Naruto. In den Artstyle,
Dreck am Stecken. Okay, wird doch ein langer Part, also schon wieder drei. Nein, halt lieber dich, Mädel. Ist gerade ein bisschen niedriger. Nein. Auf mich, los, geht auf mich, Leute. Boah, geht nicht auf mich. Ich bin gleich tot. Warte mal. So. Oh Gott, Hilfe! Hilfe! Oh, ihr Pisser! Ah, sie feigt gleich, ey. Ah, du Blöder! Du hast sie umgebracht, Mann! Jetzt bin ich tot, ja. Dann komm, los. Kann ich denn zu ihr wechseln, ey? Dreck, ey. Wir müssen zum Speicherpunkt zurück, glaube ich, und zu diesem Curry. Also ja, ich muss hier raus. Mann, das Spiel, ich muss gleich noch ein bisschen trainieren, ne? Aber wir können jetzt nicht zurück, ne? Das wäre jetzt ein richtig mieser Zug vom Spiel. Also wir müssen jetzt erstmal hier zum Speicherpunkt, der geht jetzt auf uns los, ne? Nein, du Pisser. Hier ist aber nur ein Gegner, also wie kann ich zu ihr wechseln? Abbrechen. Was mit Curry hochheilen? Aber ich glaube, die Schwächepunkte heilen uns ja auch wieder hoch, ne? Nö, nicht in dem Spiel. Okay, der Eindringling Zagi. Oder Zagi. Das wird ein Spaß mit dem Spiel. Wie kann ich überhaupt reden? Ich bin tot. Und wir speichern hier. Und ich guck mal, wie es im nächsten Part weitergeht. Bis dahin werde ich wieder voll geil sein, weil ich dann zum Curry da zurückgerannt bin. Und ja, hoffentlich wird es von da an ein bisschen einfacher, ne? Gut, ich bedanke mich allen fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bitte hinterlasst doch ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Wäre sehr lieb von euch. Und tschüss.